Jetzt sind wir da. Wir sind müde. Wir sind wach. Uns fällt das Leben gerade leicht und es fällt uns schwer. Wir wissen viel und wir wissen nichts. Sind beieinander an verschiedenen Orten. Und alle sind wir Menschen, die Gott brauchen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. An Karfreitag dreht sich alles um. Die Welt wird auf den Kopf gestellt. Der Himmel ist ganz unten in der Tiefe, bei uns Menschen. An Karfreitag hören wir die Geschichte der Passion Jesu, wie sie der Evangelist Johannes erzählt. Da gab Pilatus nach und befahl Jesus zu kreuzigen. Sein Kreuz trug er selbst aus der Stadt hinaus zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, auf Hebräisch Golgatha. Dort nagelten sie ihn ans Kreuz. Mit ihm wurden noch zwei andere Männer gekreuzigt, der eine rechts und der andere links von ihm. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, auf dem die Worte standen: Jesus aus Nazareth, der König der Juden. Die Stelle, an der Jesus gekreuzigt worden war, lag nahe bei der Stadt. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem Maria, die Frau von Kleopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er sehr lieb hatte, sagte er zu ihr: Das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen. Darum sagte er: Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen langen Hiobsstab und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Nachdem Jesus ein wenig davon probiert hat, rief er: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Das alles geschah am Tag vor dem Passafest, das in diesem Jahr auf einen Sabbat fiel. Wir bekennen unseren Glauben gemeinsam mit allen Christen auf der Welt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Im Alten Testament, beim Propheten Jesaja im 53. Kapitel, wird von einem Menschen erzählt, der auch schwer gelitten hat. Knecht Gottes wird er genannt. Die ersten Christen haben in ihm den leidenden Jesus gesehen. Die Worte von Jesaja erinnern an eine Trauerliturgie, einen Nachruf in Gedichtform, wie man ihn bei einer Bestattung vorträgt. Hören wir von der Geburt des Gottesknechtes. Er schoss auf vor Gott wie ein Wurzelspross aus der Erde.
Und doch war er zuerst nur ein unscheinbarer Säugling. Er hatte keine gute Figur und Schönheit, die wir gerne gesehen hätten. Der Prophet redet von einem Kind. Wir Christen können darin Jesus entdecken. Schon in der Krippe, im Stall, hat die dunkle Geschichte begonnen. Weder Glanz noch Pomp. Kein holder Knabe im lockigen Haar. Hören wir weiter vom Leiden des Gottesknechtes. Verachtet und verlassen von Menschen war er. Ein Mann der Schmerzen, vertraut mit Krankheit. Wie einer, von dem man sein Gesicht verbirgt und sich wegdreht. Ja, es ist wahr, er war voller Schmerzen und Krankheit und schleppte sie fort. Wir Menschen dachten, Gott hat ihn geplagt und geschlagen, aber er wurde wegen unseren Verbrechen durchbohrt, zerschlagen durch unsere Schuldenlast. Die Strafe liegt auf ihm. Deshalb haben wir Frieden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Knecht Gottes hat schwer gelitten. Eine tödliche Krankheit musste er ertragen. Sein Körper voller Geschwüre. Die Menschen um ihn her sahen das. Sie dachten, da leidet einer zu Recht. Er hat etwas Böses getan. Er hat das sicher verdient und kriegt seine gerechte Strafe. Gott ist zornig auf ihn. Er selbst will es so. Das dachten manche auch, als Jesus am Kreuz hing. Ein Volksverhetzer. Einer, der gottlose Reden geschwungen hat und Menschen damit verführte. Deshalb haben sie Jesus den Prozess gemacht, ihn gefoltert, voll menschenverachtender Gewalt. Aber sie lagen ganz falsch. Die Verurteilung war ein Justizirrtum und die Hinrichtung eine Gräueltat. Auch heute sagen Menschen, wer krank wird oder leidet, muss etwas Böses getan haben. Oder noch krasser, Corona ist eine Strafe Gottes. Sie haben genauso Unrecht. Kann Gott aus so einer Leidensgeschichte etwas Gutes machen? Jesaja sagt, ja, Gott kann das. Einfach war es nicht, es war ein hoher Preis. Es kostete das Leben eines Menschen und noch dazu eines Unschuldigen. Aber Gott wollte so das Problem menschlicher Schuld und Schuldzuweisungen an seiner Wurzel anpacken und auslöschen. Der Gottesknecht litt im Auftrag Gottes, um eine zerrüttete Gemeinschaft zu versöhnen. In der Pandemie gewinnt das Lied vom Gottesknecht einen tiefen Sinn. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Gottesknecht weiß, was Krankheit ist. Er hat sie am eigenen Leib erlitten. Aber eben doch mehr. Er hat Krankheit und Schmerzen fortgetragen. Was soll das heißen? Die Gemeinschaft der Glaubenden, die auf den Gottesknecht schaut, hat gespürt, Gott stellt sich an die Seite des Leidenden. Gott schaut auf ihn. Er trägt ihn und gibt auch uns dadurch Kraft. Gott nimmt ihm die Todesangst, hilft zu überwinden und weckt so in uns neue Hoffnung. Für uns heute gesprochen, Gott ist da, wo Menschen leiden, in den Kliniken und Altenheimen, bei den Einsamen zu Hause. Karfreitag zeigt, Gott steht bei einem auserwählten leidenden Menschen. Das verbindet das Lied vom Gottesknecht mit der Passionsgeschichte. Genau darin steht er auch bei uns. Er steht auf der Seite der Armen, der Kleinen, vertraut mit der Ohnmacht, der liebende Gott. Hören wir weiter, was der Prophet vom Gottesknecht sagt, von seinem Sterben und seiner Erhöhung. Wir irrten alle umher wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg.
aber der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Drangsaliert wurde er, beugte sich. Wenn nun sein Leben ein Opfer ist, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und Gottes Plan wird durch ihn gelingen. Nach der Mühsal seines Lebens darf er sich satt sehen am Licht. Durch seine Erkenntnis schafft der Gerechte Heil. Den vielen zugute schleppt er die Schuldenlast fort. Auch heute sterben Menschen für andere. Oder besser, sie setzen ihr Leben aufs Spiel für andere. Ärztinnen und Pfleger werden in Corona-Zeiten selbst krank oder müssen gar sterben. Das Leiden des Gottesknechts und die Passion des Jesus von Nazareth haben Krankheit und Not nicht völlig aus der Welt geschafft. Noch müssen wir das erleben in dieser Welt. Wie ein Nachbeben vom Karfreitag. Wenige opfern sich, damit viele andere gerettet werden. Und doch ist in all diesem letzter Trost. Der Gottesknecht geht ins Licht. Er wird erhöht und zu Gott erhoben. Ein Osterfunke leuchtet auf. Er darf sich satt sehen am Licht, wird in der Sphäre Gottes die Ewigkeit verbringen. Gottes Heilsplan kommt in ihm zum Ziel. Als Christ höre ich, das Leiden von Jesus hat einen Sinn. Er lebte und starb für viele andere. Gerade für die Kranken und die Schuldigen macht er sichtbar, Gott steht bei den Bedürftigen, ist ganz unten und darin ganz groß, vergibt, macht neu, auch unter Schmerzen. Wer auf ihn schaut, wird leben. Ja, schon viele Menschen haben es erfahren. Gott hält mit uns das Leiden aus. Er ist da beim Sterben und liebt bis zuletzt. Lasst uns beten. Danke für deine Liebe und dein Leiden, den Sieg über den Tod. Bitte verlass uns nicht in diesen Tagen. Sei du bei den Menschen, die krank sind oder im Sterben liegen. Gib denen Kraft, die zuhören und einfach da sind, die helfen und pflegen. Wir vertrauen auf dich, heute und immer. Amen. Gott segne uns. Gott behüte uns. Lasse dein Angesicht leuchten über uns. Sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.